Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Windach. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, Ortschaft der Woche, wir sind bei Windach im Gasthaus Sachsenhammer und hier geht's zu. Die Dame will hier rein, Sie dürfen ruhig hier reinkommen. Dann dürfen Sie da rein. Servus, hallo erst einmal. Grüß Sie. Hallo, haben Sie hier Arbeit? Was machen Sie hier? Wir machen eine Eigentümerversammlung. Eigentümerversammlung, auch das findet hier im Gasthaus Sachsenhammer statt. Und auch Jazz im Sachs, dafür ist nämlich das Sachsenhammer bekannt. Oh, da wird schon gespielt. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir haben auch Publikum, schauen Sie her. Der Wirt ist auch da. Das ist der Wirt. Das ist genau das Richtige für mich gleich. Gleich mal zum Eischenken kommen. Servus, Habertere. Ja. Wer bist du, wenn ich fragen darf? Der Hans. Das ist der Hans. Hans, bist du der Chef da herin? Oder ist wer anders? Der Seniorchef. Der Seniorchef. Aha. Seit wann gibt's denn euch da hier draußen? Bei uns seit 28. 1928. Hat der Opa und der Vater schon gemacht? Der Opa und der Vater, der hat da herkauft, gell? Die haben früher Landwirtschaft gehabt, da im Brucker Bezirk drunten, gell? Und der Vater war mehr, hat Metzger gelernt, gell? Und darum haben sie Wirtschaft gehabt. Allerdings, der Vater ist schon 53 gestorben, ja. Mit 42 Jahren. Ja. Und dann hat Mutter und Schwester und ich, wir haben halt weitergemacht. Und ist was übrig geblieben vom Geld, Hans? Nichts übrig geblieben. Nichts übrig geblieben. Ich habe mein Metzger gelernt, gell? Und Landwirtschaft dazu halt dann. Gell? Ja. Und so haben wir uns durchgehauen. Da geht's jetzt so wie im Taubenschlag. Wer ist denn der junge Mann hier? Wer bist denn du? Ehemaliger Mieter von mir. Der Mieter? Servus. Servus. Aber Derek, gehst du jetzt zur Eigentümerversammlung? Nein. Die war jetzt drüben, die Eigentümerversammlung. Übrigens, das sind die Musiker. Wenn wir die mal ganz kurz vorstellen, die haben. Servus, hallo. Servus. Bin die Marion. Daniel. Daniel und? Ich bin Jürgen. Hallo. Jürgen, grüß. Danke für diese wunderbare Einführung. Bitte? Ja. Seid ihr öfters im Sachs? Ja? Ja? Wir sind öfters im Sachs, ja. Wie oft durch so? Jürgen. Durch den Jürgen. Der Jürgen, ja, der hat das auch unterrichtet, die Musik, gell? Ja, der Daniel auch. Der unterrichtet die auch. Aber ich habe jetzt die Noten fast umgeschmissen. Ja. Wir machen hier schon seit 12 Jahren machen wir hier so eine Reihe. Jazz im Sachs nennt die sich. Ja. Und da machen wir so alle 2 Monate Live-Jazz. Und da ist die Bude voll, habe ich gehört. Ja, da ist die Bude auf voll. Dem Lande wird Jazz geliebt. Wer hätte es gedacht? Auf dem Lande wird Jazz geliebt, ja. Aber das ist mutig. Das hätte man vielleicht nicht gleich anfänglich denken können. Nee, hat etwas Anlaufzeit gebraucht, aber ist jetzt wirklich, hat sich etabliert. Aber dann darf mich mal interessieren, wer drüben sitzt. Ist es die Landbevölkerung oder kommt der Städterer hier raus, um Jazz im Sachs zu hören? Es ist so eine Mischung. Es ist wirklich, also die Städter, die halt aufs Land wollen, mhm, und die halt eh schon da sind und die Jazz gern mögen. Das ist, jetzt ist aber der Tisch auch noch voll. Ja, servus, wer ist denn da draußen? Ja, in der Küche steht. Servus, du bist die? Brigitte. Brigitte, das ist jetzt Chefin, wa? Am Bruder gehört's und ich hab's sagen. Ach so, ist das? Genau. Und das ist die Mama, oder was? Ja. Mama, wie heißt ist der Name? Die Thea. Thea Habertere. So, und wen haben wir jetzt da noch alles? Ich bin der Robert. Robert Habertere, wie gehörst du da dazu? Ich bin der vom Christian, der beste Freund und Trauzeuge gewesen und das Ganze und bin schon ewig dabei. Und das halt anscheinend, ja, oder? Als Trauzeuge nochmal. Servus, wer bist du? Ich bin der Dieter, bin der Nachbar von Sachsenhammers. Ist manchmal laut in der Nacht, wenn die Jazzmusiker sich auslassen? Nein, das ist gerade vom Wind her so gut, dass es zu uns nicht hergeht. Nicht hergeht, oder? Aber das ist ja interessant hier bei Windach, dass man da so Jazz etabliert. Ja, also wir freuen uns auch total, weil viele Leute, es sind einfach die traditionellen Werte wichtig. Und ich sage immer, das Beste dazu gehört einfach, so wie wir sind, eine gute Musik, ein gutes Essen, ein schöner Schafkopf und was mag man mehr? Das ist interessant. Darf man? Und das sagt die Thea. Thea, wann hast denn du zum ersten Mal Jazz gehört? Und was hast du da gedacht beim Jazz hören? Eine Katastrophe, eigentlich durch den Jürgen. Jürgen, ha, die Thea. Das, weil, es gibt ja durchaus Jazz-Kombinationen, wo man sagt, wo ist die Melodie? Ja. Dann gibt es ein bisschen den einfacheren. Wo würdet ihr euch so hineintun? Was probiert ihr so aus? Also wir haben schon einen Mix, wir spielen nicht nur Mainstream, nicht nur so konventionellen Jazz. Ich würde schon behaupten, dass sehr viel moderner Jazz hier auch gespielt wird. Vor allen Dingen die Veranstaltung, da habe ich wirklich unterschiedliche Bands. Wir hatten letztes Mal Tango, Musette-Walzer,
Wir haben im Dezember zum Beispiel Kuba-Musik, da haben wir Buena Vista Social Abend. Wir haben im Oktober unsere Band, würde ich mal als modernen Jazz bezeichnen. Also wirklich Mix aus verschiedenen Stilistiken. Dürfte ich noch die Namen der Band erfahren, damit wir das auch mal gesagt haben? Ist am 9. Oktober, die Band heißt Les Sons Bleus. Les Sons Bleus. Würden wir gerne mal was hören? Wäre das möglich von euch? So, Ruhe, gell? Jetzt kommt der Jazz, Thea. Jetzt kommt der Jazz. Okay, ich freue mich drauf. Ich lasse mich überraschen. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Windach. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Auch die junge Generation, liebe Zuschauer, wird eingeführt in den Jazz im Sachs. Gasthaus Sachsen haben wir mit der Chefin. Das ist aber trotzdem eine Aufgabe. Ich meine, wir haben Landbevölkerung. Das müssen wir denen erst einmal nahe bringen. Da braucht schon viel Leidenschaft, oder? Ja, aber die Leute, die sind einfach offen für alles. Also es ist wirklich, am Anfang hat es so ganz langsam sich angelaufen. Und dann ist es von ganz allein jetzt immer mehr geworden. Und es sind immer unsere Stammgäste jetzt schon langsam, die auch kommen. Die man immer wieder sieht zu den Jazzabenden. Und wir haben ja unter anderem auch so ganz urtypische bayerische Geschichten, aber der Jazz, das ist halt mittlerweile unser Aushängeschild. Wird dann abends auch, zu, wenn der Ruhetag dann ist, läuft dann auch im Hintergrund der Jazz und läuft dann mal gescheite Kracherte. Wir geben uns bloß mit Live-Musik auf. Das ist aber auch, das ist ein Privileg, wenn man ja, dann selbst immer die Live-Musik genau. Auch noch im Wirtshaus hat. Gell? Genau, also anders wollen wir es gar nicht mehr. Was aber auch schon ist, ein Dorfwirtshaus. Ja. Das geht ja immer seltener. Wie geht es da dagegen an? Ich meine, da muss man schon kämpfen heutzutage dafür. Aber, und Leute dann hat Stammgäste und Schafkopfen gibt es in der Stadt ja kaum mehr. Also, wir haben ja wirklich traditionelles Breischafkopfen, zum Beispiel auch am grünen Donnerstag. Und da ist immer Bumperl voll, genauso wie es am Jazz-Bumperl voll ist. Und die Leute suchen sich das genau so immer aus, wie sie es wollen. Und gerade weil es bei uns so urtümlich ist, wie es einfach ist, fühlen sie sich auch alle wohl. Und das ist die ganze Familie einfach, die hilft zusammen und ich glaube, das macht es auch aus. Ja, was machst denn du immer? Was sind deine Aufgaben? Ha? Was so als Senior-Chefin? Mich verbannen sie mir in die Küche. Ja, aber das wird schon einen Grund haben, oder? Aber ab und zu lügst du ein bisschen aus, ja, oder? Sowieso. Meine Stammgäste muss ich immer noch begrüßen. Die freuen sich auch genauso wie ich mich freue, wenn sie kommen. Ja. Gell? Was sind so die schönsten Erlebnisse, wenn man so auf die Jahrzehnte zurückblickt, die man hier gearbeitet hat? Ja, wenn man zurückblickt. Einmal habe ich zwar ein Ehepaar gehabt, den ich habe gar nichts recht machen können. Und hinten und vorne hat es nicht passt, was essen wollen. Und dann habe ich halt doch überredet, irgendwas zu machen. Das weiß ich heute jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall sind das heute Stammgäste, die immer wieder kommen und immer wieder gern da sind. Da warst du aber dann zart. Ja, da wäre sehr, ich hätte schon bald aufgeben. Ja. Ja, aber irgendwann man kennt man doch auch noch, geh doch woanders hin, ja, oder? Das will man auch nicht. Man will ja haben, dass der Gast zufrieden ausgeht, dass er gern reingeht, dass er gern da war, dass es geschmeckt hat und dass er wieder kommt. Das ist natürlich das Größte für uns, dass er da wieder da ist. Ja, und du kommst sowieso als Trauzeuge. Du bist also
sowieso immer freiwillig eingeladen, oder? Ich bin der Vorkoster hier. Ach so, das kann auch zweideutig sein, Vorkoster. Wenn es brennt, stehe ich an der Spüle. Ja, wirklich. Wirklich? Hilfst ab und zu mal mit? Ja, klar. An der großen Catering-Firma. Ach, da ist er her. Ja, ich werde verrückt. Und du sitzt immer da, kommst als Stammgast oder musst du auch ab und zu an der Spüle mithelfen? Also ich brauche nicht, ich darf trinken. Du darfst trinken? Ja. Nach getaner Arbeit oder schon privatier? Schon privatier, ja. Das ist schön. Was haben wir denn gemacht einmal? Ich war Entwicklungsingenieur gewesen. Sagst du, da kann man schon mal privatier werden, oder? Ja. Da genießt man den Ruhestand umso mehr. So ist es. Jeden Tag oder ab und zu? Ab und zu. Ab und zu einmal. Einen. Weil ich kann nicht zu Fuß gehen, das ist halt der Vorteil. Kleider nehmen, oder? Ja. Wie macht es denn ihr, wenn ihr also einen Auftritt habt, vorbereitet? Also ihr müsst ja gar nicht proben, oder? Oder wird wirklich geübt, streng, beaufsichtigt, gegenseitig? Naja, streng nicht. Aber probt wird schon. Also einmal treffen wir uns meistens und dann spielen wir halt das Konzert. Merkt man eigentlich auch mal beim Auftritt, dass man die Leute an sich auch wirklich kriegen muss? Zuerst sitzen sie da und denken sie, naja, bis dann einmal der Fuß wippt und ekstatisches Brodeln durch den Körper fährt. Kann das dauern, oder? Das ist natürlich das ist die Aufgabe. Also das ist auch die Aufgabe, die ich mir selber stelle, die Verbindung herzustellen. Einmal zu meinen Mitmusikern und auch zum Publikum eben. Und hier gelingt es meistens schon, ja. Doch. Ach, du kommst doch gar nicht von hier. Woher kommst du denn eigentlich? So als Zugreister hier. Zugreister. Also erst Köln, Aachen, Belgien, Bayern. Ich werde verrückt. Ja, das liegt ja nahe. Gell? Und wo ist es am schönsten? Ja, was soll ich jetzt sagen? Natürlich am Ammersee und speziell im Sachsen. Aber dann speziell auch der Ammersee. Wo kommst du eigentlich her? Ich komme eigentlich von hier, also von der Baddörfer weiter. Aha. Genau. Und da haben die Leute nicht gesagt, was Gescheites, ja, kein Musiker? Nein, haben sie nicht, weil das bei uns in der Familie schon immer da war und von dem her. Sitzen da, Brigitte, sind da auch viele Frauen anwesend? Ich meine, so Saxophonisten und Bassspieler. Also der Musiker an sich ist ja bei der Frau, Thea, ja? Durchaus beliebt, habe ich einmal gehört. Wie empfindest du das so beim Publikum? Schmachtend. So, jetzt haben wir drei Mädels zusammen. Oh, wir sind vier, fünf Mädels zusammen. Wir dürfen schmachten, Jürgen und Daniel. Ja? Und würden noch gerne was hören. Die schmachtenden Mädels verabschieden sich aus dem Gasthaus Sachsenhammer. Danken erst einmal für die Zeit und wünschen weiterhin wunderbare Jazzabende und noch so viele mehr. Such uns einmal. Na, Frali, wenn die Kamera aus ist. Bitte schön, servus. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Windach. Wechseln auch Sie.